Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir haben jetzt das Entscheidungsspiel von Coman. Wenn er keinen Scorerpunkt erzielt, dann wird er leider gehen müssen und wird erstmal von Philipp ersetzt, der dann nochmal ein paar Spiele probieren darf, an Ribéry vorbeizukommen. Ansonsten kommt dann eben Ribéry wieder ins Team. Obwohl sich Philipp bisher am besten angefühlt hat. Coman hat sich auch eigentlich erst ganz geil angefühlt, aber irgendwie ist es nicht so ganz mein Spielstil. So, das ist natürlich mal wieder ein sehr gutes Team. Boateng, De Gea, Vidal, Alaba und dann vorne halt Inform Jesus, der eine Milliarde kostet. Ne, ich glaube 500.000 oder so kostet er. So, konzentrieren, diszipliniert spielen bis zum Ende. Schade. Ecke. Nice luck. Auch jemand, der sehr gerne rennt, wie es aussieht. Ich muss Gnabry doch machen, verdammt! Das ist natürlich super ärgerlich, dass man den nicht macht. Weil der war eigentlich auch nicht so schwer. Ich habe ihn auch komplett beschissen gezielt, aber kann ich mir fast nicht vorstellen. Für eine Sekunde, von einem Bruch einer Sekunde dachte ich echt, der ist drin, ey. Ach, das war zum Glück nur aus dem Netz. Oh, war vielleicht nicht so schlau. Gewinn das Kopfballduell, das ist zu gefährlich, darf ich nochmal machen. Gnabry, warum hast du das Ding nicht gemacht? Haut nicht, verfolgt uns das nicht noch. Sieht nicht so geil aus, was das Anspielen angeht. Eigentlich alles relativ gedeckt. Ich denke, wir haben Origi flanken, weil der noch am kopfballstärksten ist. Zweiten Ball wieder. Ja, also zweimal lässt sich Gnabry so eine Chance nicht entgehen. Sollte klar sein. Sehr schön. Gut gemacht. Weil das wäre es gewesen, wenn er jetzt auch noch versetzt hätte. Ich glaube, Coman hätte man vielleicht anspielen können, aber ich wollte jetzt nicht irgendwie auf Krampf Coman irgendwie ins Spiel bringen und quasi ihn dazu zwingen, den Scorerpunkt zu erzielen. Das sollte natürlich kommen und hier musste ich einfach abschließen jetzt mit Gnabry. War ja auch wieder der steige Rechte. Sehr schön.
Schon geahnt, dass er jetzt versucht, an den anzuspielen. Oh, er scheint ein bisschen auf Tilt zu sein. Sehr gut. Oh, fuck. Das hätte böse ausgehen können. Ah, ist ein bisschen Barbutgrätschen hat er jetzt auf jeden Fall drin, würde ich sagen. Ja, es reißt aber mal. Schade, hat er Glück. Jetzt macht er nur noch Scheiß. Sehr geil. Ist auch total aggressiv. Viel zu offensive Verteidigung. Abgefälscht! War es eigener Mann oder? Das ändert da bestimmt irgendwas. Bei mir, das kann auch raus, aber das wird er nicht machen beim 1-0. Geiler Schiedsrichter, Matthew. Na, geiler Nachname ist geil. Mzitzi. Mzitzi. Sehr geil. Mzitzi. Matthew Mzitzi. Das ist mal ein geiler Nachname. Schade. Sehr geil gemacht von Ginter. Der Rang ist irgendwie nicht mehr reagiert. Schlechte Ballkontrolle, glaube ich. Auch wieder geil von Ginter. Kann mich gar nicht entscheiden, ob ich Ginter oder Sokrates geiler finde. Aber ich sprich schon mal von Sokrates, dass eine Second-In-Form nicht direkt besser ist als er. Oder nicht eindeutig besser ist, sagen wir mal so. Oh, das ist ein ganz gefährliches Spiel, weil ich bin zwar total dominant und der Gegner macht Scheiße und ist jetzt ein bisschen auf Tilt, wie es aussieht, aber es kann sich halt so schnell drehen. Ich muss halt aufpassen, dass er jetzt nicht den Anschluss macht. Ey, Quatsch, ihn ausgleicht, weil dann wird er wieder normal spielen oder besser auf jeden Fall wieder spielen. Da habe ich keine Lust drauf. Aber Arangis ist auch leider nicht gut gelaufen, muss man sagen. Er macht es mindestens so schlecht. Er läuft einfach nur und wartet, bis ich dann irgendwie reinlaufe und ihn den Ball wegnehme. Oder er halt Glück hat und er den zweiten Ball bekommt.
Das ist halt ganz geil, man kann halt mit ihm ganz gut dribbeln und so, aber es reicht halt oft nicht. Und Origi macht es irgendwie effektiver, was er da macht. Ah, ich glaube, wir flanke ich mal rein. Boah, kein Elfmeter, da hat aber auch Glück. Oh, da haben wir Glück und dann, ja, eigentlich auch nochmal, eigentlich doppelt Glück, aber verdient wäre es trotzdem nicht. Hat er auf Elfmeter gespielt? Was war das denn? Hat gar nichts gemacht. Einfach nur gelaufen, gelaufen, gelaufen. So eine Scheiße wieder, ey. Komplett lucky, wie er sich da durchkombiniert. Da war nichts, aber auch gar nichts gut gespielt. War einfach nur ein bisschen Geeier und dann halt Glück gehabt, dass das Geeier funktioniert hat. Punkt. Aber egal, wir sind der bessere Spieler. Wir werden jetzt das 2-1 machen und das Spiel gewinnen. Vor allem, wenn er so weiterspielt wie bisher. Oh, das war schlecht. Gibt's jetzt bitte mal mindestens gelb. Ah, ich wollte die Ecke. War dumm von mir. Ich bin froh, dass es nicht bestraft wurde, dieser dumme Fehler. Kinder macht ein hervorragendes Spiel in der Defensive. Oh, weil er ihn festgehalten hat, dieses dumme Sanchez. Och, so unverdient, krass. War gut gespielt, aber trotzdem unverdient. Na, müssen wir es mal raffen. Aber es ist halt genau, wie ich gesagt habe. Er schießt das Tor und er spielt jetzt wieder besser als vorher. Fuck. Das erste, das 1-1, das war halt der Knackpunkt, der große, und er macht halt alles kaputt. Aber egal, es steht nur 1-2, wir brauchen nur ein Tor, come on. Und weiter, wenn wir es nochmal so hinbekommen wie in der ersten Hälfte, dann wird das schon. Komm schon.
Das ist natürlich kein Foul, klar. Nein, wie kann er denn den verschießen, Tolisso? Oh, fuck. Das war auf jeden Fall das Ding von Tolisso, ey. Das muss er machen. So eine wichtige Situation und er verkackt. Jetzt werden wir wahrscheinlich verlieren. Ich habe so ein Gefühl. Da haben wir aber mal richtig Pech in dem Spiel. Fuck! Schön versaut. Ach Mist, das Spiel hätten wir auf jeden Fall nicht verlieren müssen. Das hätten wir einfach nicht verlieren müssen. Ah, es geht auf Zeit. Ja, auch dumm, wenn wir das nicht machen würde. Geht doch nicht auf Zeit, okay. Aber wir haben halt wieder Pech, weil er nicht direkt passt. So eine Scheiße, ey. Was? Da gibt Gelb-Rot? Was? Oh. Jetzt kommt ja alles zusammen in dem Spiel. Geil. Na, so klar, dass er das macht. Oh, fuck. Drecks Scheißspiel. Das hätten wir auf jeden Fall nicht verlieren dürfen. Ach ja, Gnabry hat ja auch diese eine Riesenchance nicht gemacht. Naja, jetzt fliegt erstmal Coman raus. Ach, das ärgert mich. So eine bittere Niederlage. Der Gegner hatte so viel Glück. Tolisso macht das Ding nicht. Die Tore vom Gegner waren beschissen, vor allem das erste. Fuck. Die rote Karte ist mir egal. Was hat er denn gekostet eigentlich? 80.000 ist auf jeden Fall weniger wert. Was? 46? 46? Warum hat denn der ein anderes Bild drauf als ich? Verpasse ich hier irgendwas? Seht ihr das? Warum habe ich so ein normales... Ach so. Hä? Jetzt ist es auch anders. Was? Okay, keine Ahnung, was das war, aber was? 46, 50.000? Alter, dass der so krass droppt, hätte ich aber nicht gedacht. Oh, und dann funktioniert er noch nicht mal. Oh, da habe ich einen Verlust mit ihm gemacht. Oh, da wird er steigen, aber trotzdem. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was ist denn mit Gnabry? Ja, ich habe 91 gekauft, dann ist er jetzt wahrscheinlich auch noch 50.000 wert. Ach du Scheiße, genau das Gleiche. Ach du Scheiße. Oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die alle viel später gekauft, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass jetzt nochmal das Team of the Group Stage rauskam und dadurch alle massiv gesunken sind. Geil, schön fett Verlust gemacht. Was hat mich Perisic gekostet? Ich meine, den werde ich eh behalten und vielleicht auch, wahrscheinlich auch Gnabry behalten. 11 Spiele, 15 Scorer, aber der hat mich 143.000 gekostet. Ach du Scheiße, 63! Um 50% gefallen! Ach, gar nicht drüber nachdenken, es bringt ja nichts. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Krass, wie gesagt, das wusste ich nicht, aber man hätte es halt ahnen können, das liegt an diesem blöden Team of the Group Stage, deswegen wurden jetzt so viele Packs gezogen. Oh, das ist halt sonst nicht der Fall. Ach, fuck, 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 fuck. Die hätte ich für die Hälfte bekommen, ey. Also ich glaube, so viel Geld habe ich noch nie zu viel ausgegeben für so viele Spieler. Krass, krass, krass. Das ist natürlich super heftig. Oh, das tut weh. Egal, wir beginnen jetzt das Spiel, dann bin ich wieder gut drauf. Boah, ist das heftig, ey. Vor allem halt ärgerlich bei Coman. Perisic und Gnabry werden ja wahrscheinlich weiter spielen. Es ist nicht ganz so schlimm, aber
Human ist halt dann echt bitter. Fuck. Aber ich wollte sie halt unbedingt zur Weekend League zocken. Tja, so kann es kommen. Sonst hätte ich die halt am Freitag noch nicht spielen können. So, konzentrieren. Jetzt habe ich mich gar nicht aufs gegnerische Team konzentriert. Keine Ahnung, was das ist. Icardi geht genau im Moment des Passes weg. Schade. Nein. Oh, ich bin glaube gerade ein bisschen frustriert. Ich glaube, ich muss nach der Aufnahme auf jeden Fall aufhören. Die Niederlage hat mich ein bisschen mitgenommen. Haben wir Glück, ich bin nicht mehr wirklich konzentriert. Ich muss jetzt versuchen, irgendwie das Spiel durchzustehen. Kann mich gerade gar nicht mehr konzentrieren. Wir haben Glück. Und es sieht so aus, als wenn wir das Spiel hier verlieren würden. Wenn es so weitergeht. Okay, haben wir mal gut gespielt. Das ja, war nicht ganz so gut vom Gegner verteidigt. Aber wie gesagt, meine Anspannung ist gerade komplett weg nach dem letzten Spiel und es fällt mir gerade sehr schwer, mich hier zu konzentrieren. Brozovic hat ja auch ein paar Sachen liegen gelassen die letzten Spiele, von daher ist ganz gut, dass er mal wieder ein Tor macht. Oder? Riskanter Pass. Haben wir Glück.
Oh, Schusstäuschung. Oder Glück. Haben wir ein bisschen Glück. Verstehe aber auch nicht, wie das zustande kommen konnte, ehrlich gesagt. Ja, ich hätte eine annehmen sollen, aber egal. Nein, nicht auf den. Steht da nur einer genau neben dir. Oh Mist! Ich muss versuchen, das irgendwie noch über die Zeit zu bringen oder noch ein Tor zu machen. Oder noch zwei Tore zu machen. Oh, ich bin echt müde gerade. Ich sag ja, die ganze Anspannung ist irgendwie abgefallen nach dem letzten Spiel. Aber es wäre echt geil, jetzt sich hier noch den Sieg einzufahren. Komm, wir führen nicht umsonst. Ansonsten bin ich, wenn wir jetzt das Spiel hier gewinnen, bin ich eigentlich auch zufrieden mit dem Samstag. Eigenverschulden, ich darf den Ball dann logischerweise nicht verlieren auf der Seite. Wäre mir normalerweise auch nicht passiert, aber egal. Ist auch nicht verdient im Sinne von Gegner als geil rausgespielt oder ist besser, sondern ist verdient, weil ich einen Fehler mache, ansonsten wäre es nicht verdient. Ach, danke, er legt ihn sich. Oder er sprintet zu lang, besser gesagt. Hat ihn sich ja nicht vorgelegt, er hat gesprintet. Es war abseits, scheiße.
Oh, so knapp. Oh, das war die richtige Idee. Nice luck. Nice luck. Tauschen wir mal. Ich glaube, Perisic lasse ich wieder ein paar Minuten länger. Oh, da wurde er wieder irgendwie gefesselt im Strafraum und konnte deswegen deinen Ball nicht mehr annehmen. Was macht denn Torreira da? Fuck you! Meine Fresse! Oh, so behindert und dumm. Nur weil dieser eine Scheißverteidiger wieder keine Ahnung hat zu verteidigen. Ich kann nicht alle steuern. War gut gespielt vom Gegner. Ach so, nee, ich will ja auch nochmal tauschen. Perisic raus. Oh, ist das bitter. Ich verliere wahrscheinlich wirklich das Spiel. Ich denke, ich bin trotzdem zufrieden mit dem Samstag. Aber das ist jetzt schon scheiße. Oh, das ist scheiße, Mann. Das hätte nicht sein müssen. Muss ich eigentlich schon auf totaler Angriff gehen. Danke, Schiri. Wird wahrscheinlich nichts mehr werden. Kriegen noch einen Angriff, denke ich. Den versau ich damit, danke. Fuck! Das Spiel wollte ich nicht verlieren. You, Mann! Geht mir auf den Sack, diese Scheiße jedes Mal. Bei den anderen lässt er 100 Minuten nachspielen.
Wenigstens ein Angriff noch. Ach, das kotzt mich an, ey. Jetzt habe ich eigentlich gar keinen Bock aufzuhören, weil ich mit der Niederlage aufhören will, aber egal. Ah, ist das ärgerlich. Fuck! Wie viele Spiele haben wir denn noch? 7, ne? Wie viele Siege? Immer noch nur 11, ne? Ja, Elite 3 können wir eigentlich auch vergessen. Wir dürfen jetzt kein Spiel mehr verlieren für Elite 3. Naja, die restlichen 7 Spiele am Sonntag. Macht's gut!